So, genug Pause gemacht. Wir plündern noch fix hier den Tuater Eiferer. Nö. Und es geht weiter. Hier oben irgendwo wartet der Anführer vom Haus der Rache, den wir sicherlich wieder alleine bezwingen müssen. Vorher warten hier sicherlich noch ein paar seiner Schergen. Oh, sehr. Eigentlich nicht so beeindruckend. So, und dann geht's weiter. Wie gesagt, ich vermute, wir könnten wirklich zur Not noch die Jungs hier zurücklassen, aber irgendwie finde ich es eigentlich ganz schön, wenn ich mal nicht alleine rumlaufe. Na, kein Schicksal, du hast keine Zukunft. Aber ja, wie gesagt, das... Ja, den Fehler machen sie irgendwie alle. Oh, wir nähern uns da langsam irgendwo was. Es könnte also schon bald hier vorbei sein mit dem Haus der Rache. Agard hat es ja, wie man sieht, besonders eilig. Ja, Mischling der Vergeltung. Ups, verklickt. Hauen wir doch einfach rauf. Moment. Wo ist er? Da ist er. Der Mischling der Vergeltung. Ja, Moment, ich muss mal erstmal kurz seinen Waffenbruder hier umbringen. Ach, Neskaro. Ha. Was ganz Neues. Sich dann einfach von des Chaos Hilfe zu holen. Wenn man sonst einen nur auf den Sack kriegt. Da ist er ja wieder. Lass dich blitzen. Nein, ihr immer noch nicht. Oh, der haut aber. Haut ein bisschen zu. Finde ich nicht gut. Kannst mir doch nicht so einfach hauen. Tja. Wirklich beeindruckend, Kleiner. Ihr seid schon jetzt ein weitaus größerer Held, als ich es je war. Oder hätte sein können. Für unsere Truppen ist der Weg hier zu Ende. Wir waren nie besonders viele und hatten zu große Verluste. Kydan und ich werden das Tor für euch halten, solange wir können. Aber Bale ist nahezu verlassen. Geht hinein. Stellt euch, Gadflo! Bringt es zu Ende! Tja, muss ich mich dann jetzt wirklich da ganz alleine... Ja, sagen wir, ich bin gleich zurück. Guter Plan. Ich verspreche, dass ich nicht sterben werde, wenn ihr es nicht tut. Sorgt einfach dafür, dass Gadflo aufgehalten wird. Wenn euch das gelingt, prophezeie ich euch eine Zukunft, in der wir uns an einem gemütlichen Feuer einen genehmigen und uns Kriegsgeschichten erzählen. Vertraut mir, ich bin ein Schicksalsweber. Ja. Ich glaube, euch sollte man nicht zu sehr vertrauen. Ja, so langsam weiß ich echt nicht mehr, wo ich da rein soll mit den Punkten. Was können wir denn hier? 5. Ah. Hier. Chakrams noch ein bisschen besser machen. Spricht ja nichts gegen. Kyrass der Rache. Ich nehme ihn erstmal mit. Beinpanzer der Verteidigung. Ja, die ziehe ich sogar an. Helm des Zorns. Nehme ich erstmal mit. Nehme ich mit. Nehme ich alles mit. Benutze ich zwar nie die Tränke, aber... Ja. Ach, scheiß drauf. So, und es geht weiter. Und zwar da, nach Vale. Ja, damit dürfte sich unsere Reise immer mehr dem Ende nähern.
Hier haben wir noch irgendwo Schätzchen, Trüchen, Eragon-Stulpen. Na, geht doch. Ja, und wir betreten Bale. Ja, ich weiß wirklich nicht, was mich hier jetzt erwartet. Wie viel wir hier noch machen müssen. Ob wir direkt... Ah, wir betreten gleich weiter Bale. Das ist erstmal sozusagen nur die Treppe nach Bale. Wie wir sehen, irgendwie so ganz gut geht es ja nicht, weil hier sind ja auch total viele tote Tuater. Und ich sehe gerade nicht wirklich... Ah, die gute Allen Shear. Vielleicht bitte ist das der Grund, warum die Tuater tot sind. War, an der Schlacht teilzunehmen. Kein Problem, euch ist alles entschuldigt. Ventrinho hat mir ein wenig Schwierigkeiten bereitet. Ihr habt Ventrinho getötet? Er hat mich angegriffen. Es war nur eine Frage der Zeit, dass ihn seine Gier überwältigen würde. Je näher wir Bale kamen, desto besessener von Tiernoch wurde er. Und davon, genau wie Gutflo, über Tiernochs Macht zu gebieten. Deshalb musste er aufgehalten werden. Und deshalb müssen wir uns auch über unsere Mission unterhalten. Okay. Okay, erzählt los. Ich war mir nicht sicher, ob ich euch vertrauen kann. Ihr seid nicht mehr derselbe, der ihr einst wart. Unsere Zeit wird knapp. Ich erkläre es euch unterwegs. Geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. Tja, da ist die Frage, hat sie das nicht vielleicht auch Ventrinho erzählt? Was haben wir hier? Einen Bale-Stein. Das heißt, hier gibt es immer noch... Okay. Was ist denn der Bale-Stein? Status. Doch niemand lächelte. Keine Augenbraue hob sich, als der Narr den König imitierte. Der ist sonst gar nicht mal so schlecht. Also dafür wird sich wahrscheinlich auch ein Umweg lohnen. Ja, wie sagt sie, folgt uns. Ob uns das wirklich beruhigen soll. Ja, wenn ihr damals auch so an meiner Seite gekämpft habt, dann war das ja nicht allzu hilfreich. Ja, wie gesagt, wir stellen uns dann sicherlich auch gleich Gutflo, also bald. Ihr und ich, wir haben eine Pflicht, die seit Jahrhunderten erfüllt wurde. Wir bewahren die Welt vor ihrer Vernichtung. Durch Gier, durch Kriege und durch Tiernoch. Das finde ich klingt sogar schon eigentlich ganz vernünftig. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um herumzutrödeln. Ja. Geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. Mhm. Wie gesagt, ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob das so gut ist, dass sie direkt hinter mir ist. Schwer, nee, da wollen wir jetzt auch nicht. Wir wollen uns jetzt nicht unbedingt einen Fluch aufhalten. Dann gehen wir doch weiter und kämpfen gleich mit den nächsten Gegnern. Ja, wie gesagt, Erfahrungspunkte gibt es nicht mehr. Schnief, schnief. Was war das denn für ein krasser Move? Das würde ich aber auch können. Ich glaube aber, es war mehr oder weniger ein Todesmove. Als sich Gutflos Armee erhob, erkannten wir Tiernochs verdorbenen Einfluss. Nur eine Macht wie sie konnte Wesen der Ewigkeit wie die Feien vergiften. Und so fiel es euch zu, nach Alabastra zu gehen, Tiernoch aufzuspüren und sie für alle Zeiten einzusperren. Dein Leben verspottet Tiernoch. Ja, und das finden wir auch gut so. Na, ich glaube eher von den meisten von euch ist das gleich das... jetzt habe ich echt genug. Ich sollte mich vielleicht auch mal drum kümmern, wirklich mal auch ein, zwei Gene hier zu töten. So. Und der nächste Bailestein. Wenn ihr Tier noch nicht aufhalten könntet, würde sie ihre Lakaien benutzen, um vollständig aus ihrem Gefängnis zu entkommen. Und dann wäre die Welt ihr neues Spiel. Ihr musstet es versuchen, auch wenn die Schicksalsweber sagten, ihr wärt zum Scheitern verdammt. Und wie immer hatten die Schicksalsweber recht. Ja, aber ich kam ja wieder.
als ich euch in Dalentart fand und begriff, dass ihr wieder ins Leben zurückgekehrt wart, war ich mir nicht sicher, an wie viel ihr euch erinnert. Ich konnte mir nicht sicher sein, dass ihr unsere Geheimnisse bewahren würdet. Ich hatte darüber nachgedacht, euch auf der Stelle zu töten. Es war nichts Persönliches. Ihr hättet dasselbe auch mit mir gemacht. So, ja. Hier haben wir dann auch gleich die letzten... Doch dann erkannte ich zu... Baelish-Steine. Ja, leider hat sie jetzt nicht mehr zu Ende reden können, weil... dieser blöde Troll unbedingt kommen musste. So. Ah, da haben wir noch den letzten Eiferer. So, rede doch aus. Ich grabe hier nochmal eben ein paar Steinchen an. Mir ist jedoch im Laufe der Zeit klar geworden, dass ihr nicht mehr derselbe Mann seid wie vor eurem Tod. Ihr seid mehr. Anstatt eines arkanen Zeitalters wollte Gutflow also einen endlosen Winter herbeiführen. Nicht den Winter der Feien, sondern den Winter Tirnachs. Gutflow hat die Visionen der Auslöschung gesehen. Einer glückseligen Leere in aller Welt. Es ist nicht der Wille uns, sondern die Natur. Der zeitlose Verfall unseres Volkes ist zu einer Wache. So, dann geht's hier auf den nächsten Stein. Ja, Gutflow und die Winterfeinen. Ich hätte es irgendwie schöner gefunden, hätte es. Ja. Hätte man vielleicht zwischendurch mal mehr von der Geschichte bekommen. Irgendwie habe ich momentan das Gefühl, gerade hier gegen Ende gibt es einfach sehr viel Geschichte auf einmal. Ich muss ja eben kurz gucken. Als ihr das letzte Mal hier wart, wart ihr dazu bestimmt zu sterben. Dieses Mal liegt euer Schicksal allein bei euch. Und wie wir wissen, sind wir bisher eigentlich ganz gut vorangekommen. Wir werden hier noch. Es ist Zeit, Sterblicher. Ach Mist. Kannst du nicht mal langsam sterben? So, geht doch. Kann ich jetzt ja nicht mal deine ganzen Kumpels plündern? Wir haben immer nur Scheißbeute bei sich. Jetzt haben wir die Möglichkeit, unsere Mission endlich abzuschließen. Machen wir Gutflow ein Ende, bevor sein Pakt hier noch befreit und sie auf die Welt loslässt. Ja, das halte ich auch für eine gute Idee. Gutflow ein Ende machen. Hier, der Hof des Winters. Es muss schwer für euch sein, so vieles auf einmal zu verarbeiten. Aber ich muss sicher gehen, dass ihr euch darüber im Klaren seid, wer ihr seid und was ihr tun müsst. Es hat sich vieles verändert, seit ihr zuletzt hier wart. Diesmal wird es nicht so leicht sein. Und ihr seid schon beim letzten Mal gestorben. Tja, was geschieht denn, wenn Gutflow tot ist? Jeder, der die Wahrheit über Tirnoch kennt, wird tot und Tirnoch selbst wird wieder eingesperrt sein. Und wir können zu unserer Aufgabe zurückkehren, dieses Wissen geheim zu halten. Zumindest, wenn ihr euch dafür entscheidet, dieses Leben wieder aufzunehmen. Solltet ihr euch jedoch weigern, werde ich dafür sorgen müssen, dass ihr die Wahrheit über Tier noch niemals erzählen könnt. Es wäre mir natürlich lieber, wenn es nicht dazu käme. Aber ihr hättet dasselbe getan. Ihr scheint mich zu mögen. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich zu verlieben. Genau wie ihr. Aber ich vertraue euch das Schicksal meiner Welt an. Es mag euer Herz nicht zum Pochen bringen, das zu hören, aber es wird euch genügen müssen. Geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. So, die Folge heute ist jetzt wohl mal ein bisschen kürzer, aber nachdem wir uns jetzt hier quasi durch Baelish durchgekämpft haben und jetzt hier beim Hof des Winters angekommen sind, brauche ich auf jeden Fall nach dem Kampf hier durch, vor dem riesigen Kampf im Haus der Rache, brauche ich echt einfach eine kleine Pause und sag bis zum nächsten Mal.